Eigentlich finde ich die Itemwahl ja unglaublich scheiße. Aber ja, gut. Der ist so schlecht, der Witch Slayer, das ist ja unglaublich. Und ein fehlgeschlagener Kotzversuch von unserem Chipper, er hat nicht getroffen. Was? Nein, hau ab, hau ab, hau ab! Okay, tot. Der Predator nimmt den auseinander, weil Predator ist einfach der Counter. Ist einfach der Anti-Tank. Und okay, das finde ich jetzt irgendwie interessant. Also es scheint, als möchte unser Predator jetzt Elder Parasite und danach direkt den Savage Maze. Aber jetzt komm, mach's mit Style, mach's mit Style. Elder Parasite, Doombringer. Und dann stirbst du. Und dann nimmt Savage Slayer auf. Ich sehe es, komm. Naja, gut. Unser Magmus hat wie viel Geld? 1000 Gold. Ich könnte einfach mal irgendwas Sinnloses machen und die Creep Stats checken. 101 auf dem Predator. 101. Wo hat der? Der cheatet sich sein Geld doch. Aber, naja, 103, 104. Ansonsten ist noch der Engineer sehr nennenswert mit 92. 22 Minuten geht schon, aber wow, 92 finde ich jetzt doch irgendwie viel. Solange halt nicht ständig die Kleinen hier macht, die bei den bringen nichts, aber. Und ich frage jetzt, was unser Magmus jetzt erreichen will. Er macht Steam Bath. Und es passiert irgendwie nichts. Es passiert irgendwie nichts. Ich glaube, ich schreibe es den Leuten mal. Soul Reaper geht wahrscheinlich down und ja, er geht down. Engineer kriegt den Kill, hat sich auch seine Thunderclaw schon geholt. Was ich ja auf Engineer finde ich das eigentlich ganz gut, weil es schlichtweg mit seinem Steam Turbo das da auch triggert und dann machen die zusammen eine ganze Menge Schaden. Vor allem gibt es viel Angriffstempo und das stackt ja auch auf Steam Turret und. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ein Scheiß-Item. Naja. Firebrand auf dem Corrupted. Ich denke, es läuft. Oh. Witch Slayer macht Boom Headshot. Wahrscheinlich ein bisschen nicht so toll, aber who cares? Also Corrupted. Ich hoffe, er macht daraus ein Geometry's Bane und kein Frostburn, weil Geometry's Bane ist eigentlich viel besser. Vor allem könnte er dann noch einen anderen Orb-Effekt nehmen und. Doch, es wird ein Frostburn. Schade. Schade. Legionnaire macht nichts. Und ja, es passiert irgendwie nichts. Ich meine, die stehen hier zu dritt in der Mitte rum und erreichen irgendwie gar nichts. Tempest. Mana-Typ, was wiederholen. Mana-Typ baut sich einen Hexstick. Wäre eine gute Alternative, aber ich glaube, das ist zu teuer. Baut sich ein in ein Storm Spirit. Das wäre auch eine gute Alternative. Alternative. Ist nicht mal so teuer. Könnte man durchaus machen. Oh, Engineer Ulti. Ding geht down. Epic Magnus Ulti. Corrupted Disciple geht down, Engineer. Hattrick. Magnus geht noch nicht down. Legionnaire executed ihn. Und Engineer überlebt mit 24 Leben. Quad Kill auf dem Engineer. Mit 24 Leben überlebt Quad Kill Engineer. Das wird hässlich. Er 2500 Gold. Die Thunderclaw. Nee, der Charge Hammer steht garantiert. Und BÄM! Das war episch. Vor allem, ich fand jetzt den Magmus. Er hat zwar keinen Blinkdagger, aber trotzdem eine echt gute Show abgeliefert. Der Blinkdagger steht auch gleich und. Sehr überraschend. Witch Slayer hat tatsächlich auch seinen Stun. Ich glaube, er hat ihn in die Leere gesetzt. Egal. Die epische Kombination von Chipper, Engineer Ulti und. Ja. Tower geht down, Team geht down, Genocide, Quad Kill auf dem Engineer. Klasse gespielt. Tempest kam aber auch gar nicht dazu, seinen Ulti zu setzen.
Also haben sie ihn gut als erstes rausgenommen. Der Ulti wäre wirklich böse gekommen. Ja. Warum hat der seine Aura aus? Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Sollte er die nicht anmachen, weil die eine ganze Menge Schaden macht? Naja, er möchte nicht erkannt werden, aber im Team-Battle ist es dann vielleicht zu spät, sie wieder anzumachen, wenn man zu Tode gestunt wird. Und naja, ich glaube, dann spielt die Aura auch nicht mehr so eine große Rolle. Also, dann geht's hier mal weiter. Chipper geht direkt auf den Staff of the Masters, hat Steamboots auf Int. Braucht wahrscheinlich eine ganze Ecke mehr Mana für seine ganzen Zauber. Aber ich freue mich schon auf den Chipper mit dem Staff of the Masters. Habe ich noch nie so richtig gesehen in Action. Und ja, ich freue mich. Also, wenn das klappt, dann wird das sicher lustig. Ich fände es vor allem auch noch toll, wenn er ein Ding holt. Ein Portal Key, dass er sich so reinportelt und dann mit seinem Imba Ulti alles zu Tode slowt. Das wäre interessant. Magmus hat den Portal Key, ist Level 11. Es wird jetzt ein. Also, er ist jetzt auch wirklich gefährlich. Witch Slayer hat gar nichts, hat 700 Leben, ist aber Level 11. Ist das also gar kein Problem. Predator am Hardcore Farm. Es wird ein. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Was auch immer. Savage Maze, genau, ein Savage Maze. Und Predator hielt sich hier ein bisschen an Creeps hoch, farmt weiter. 127 Creep Kills gleich, hat eine ganze Menge Geld, hat das höchste Einkommen. 100, 350 Gold die Minute. Das ist viel. Ja. Und der Savage Maze ist fertig. Das wird hässlich, das wird richtig hässlich. Chipper geht jetzt wahrscheinlich down. Und eine sehr überraschende Wendung hier, finde ich. Also, Engineer. Wow, epische Ulti vom Magmus. Engineer pawnt alles Hattrick Bloodwave. Epische Ulti von Magmus. Wurde zwar noch reingezogen, aber stirbt jetzt von den Creeps. Doch nicht. Wurde zwar vom Ding noch getroffen. Ja gut, der Predator nimmt den ein bisschen schnell auseinander. Also, Magmus wurde zwar noch vom Tempest Ulti getroffen, war aber in der Lage, seinen Ulti davor zu casten, hat sich reingeportet in den Tempest Ulti und alles getötet, was in der Nähe war. Epische Kiste ist dann vom Engineer. Aber, ja, der ist tot. Also, der Predator ist jetzt wirklich etwas, das man permastunnen muss. Der Legionär ist da auch keine große Hilfe, da er einfach nicht einen Predator tanken kann. Weil Predator tankt man nicht. Und ja, das ist jetzt ein. Also, es schaut jetzt so aus, dass der Predator. Er macht. Also, das finde ich jetzt überraschend, dass er wirklich so stark ist. Aber der wird, sobald es sein Elder Parasite anmacht und dann zu Tode gefokust wird, dann sollte der eigentlich kein Problem mehr sein. Ja. Alle am Farmen. Legionär und Engineer haben auch ziemlich hohe mit 117 und 118. Aber Legionär ist sechsmal gestorben, hat kein Geld also. Also das. Da kann man einiges wieder abziehen an Creep Kills, die er gemacht hat. Oder an Geld, das er gemacht hat. Der hat nur 200 Gold die Minute, ist nicht so viel jetzt. Blinkt sich raus. Blinkt sich hinterher, doch nicht. Ja, natürlich, der wird jetzt weiterfahren. Ich finde jetzt nur interessant, was macht der unser Engineer hier? Ein Ringmail. Ich frage mich, was er sich kauft. Wahrscheinlich wird es eine Demonic Breastplate, aber ich würde sagen, erstmal ein bisschen Leben wäre vielleicht auch cool. Weil, Alter, du tankst nichts. Der hier nimmt dich so schnell auseinander. Bisschen Rage Wars hier. Der Witch Slayer mal wieder total nutzlos und es laggt wie Sau, aber er stirbt trotzdem. Nein, er stirbt nicht. Er stirbt nicht, er stirbt nicht tatsächlich. Außer die Illus töten ihn jetzt noch auf irgendwelche mysteriösen Arten und Weisen. Nein, sie verschwinden und es passiert nichts. Engineer fällt.